Gude, heute machen wir wieder was Leckeres, denn heute machen wir wieder Resteverwertung. Mir ist noch ein bisschen Pulled Pork aus dem Sauerland übrig geblieben und deswegen machen wir heute wunderbare Pulled Pork Pizza Cups. Und wie ich diese Pulled Pork Pizza Cups gemacht habe, das wisst ihr ganz genau. Das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es gibt ja unzählige Varianten von diesen Pizza Cups und ich habe mir gedacht, ja, machst du heute mal Pulled Pork Pizza Cups. Ich meine, das gab es bestimmt schon irgendwo mal, hat bestimmt schon irgendjemand mal gemacht, aber ich finde die tatsächlich so cool, dass ich mir gedacht habe, komm, die mache ich mit euch zusammen. Deswegen gibt es heute Pulled Pork Pizza Cups. Als erstes brauchen wir ein paar Championetten und die schneide ich jetzt einfach so runter. Im Übrigen, wenn ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid, würde ich mich über ein Abonnement freuen, einen Daumen nach oben und einen lieben netten Kommentar. Vielen Dank. Hier haben wir das Pulled Pork in der Schüssel. Ich portioniere mir das immer so in 250 Gramm Weise und friere das ein. Dann habe ich immer ein bisschen Pulled Pork auf Vorrat. Und dazu kam jetzt ein bisschen Tomatenmark und zu dem Tomatenmark und zu dem Pulled Pork gesellt sich jetzt noch ein bisschen Frischkäse. Frischkäse bringt noch so ein bisschen Fett ins Spiel und wir wissen ja, Fett ist ein Geschmacksträger. Das macht alles nur noch besser. Das heißt, es kann nur gut werden, es kann nur gut werden. Gewürzt wird das Ganze natürlich auch und zwar mit meinem Drachenpulver. Wie man das macht, das habe ich in einem anderen Video gezeigt, das verlinke ich euch da oben. Und dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen Kräuters. Und zwar habe ich hier frischen Basilikum. Der wächst da im Topf quasi. Im Übrigen, kleiner Funfact, diese Pflanze ist mal locker schon 6 Wochen alt. Also ich bin mittelschwer begeistert, dass das Ding noch lebt. Dann gebe ich den Basilikum zu den anderen Zutaten in die Schüssel. Und es kommt noch ein bisschen Oregano dazu. Das macht das Ganze noch so ein bisschen pizzamäßiger. Dann brauche ich jetzt einen Handschuh, denn jetzt wird das Ganze verknetet und zwar ordentlich. Ich habe mal wieder eine coole Frage an euch, denn ich bin ja sehr daran interessiert, was ihr so denkt und was ihr so mögt. Und zwar, gibt es denn ein Rezept oder eine Sache, die ihr gerne mal vergrillt haben wollt, die ihr noch nicht auf einem anderen Kanal gesehen habt? Aber bitte jetzt nicht hier irgendwie mit südamerikanischen Hamstern kommen oder sowas. Es soll schon hier im Rahmen bleiben. Nee, wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne mal sehen wollt, dann unten in die Kommentare schreiben und ich werte das mal aus und vielleicht gibt es in ein paar Wochen mal irgendein Video, was ihr euch gewünscht habt. Und im nächsten Schritt brauchen wir ein bisschen Pizzateig. Ich habe mir einen fertigen aus dem Kühlregal genommen. Ich finde persönlich, der geht voll klar. Ich meine, der besteht aus Wasser, Hefe und ein bisschen Mehl. Vielleicht noch ein bisschen Salz. Ansonsten ist der voll in Ordnung. Aber ihr könnt euch natürlich auch einen selber machen. Aber ich finde, so ein fertiger ist halt für solche Geschichten halt besser geeignet. Weil, guckt mal, der ist schon fertig ausgerollt. Ihr müsst ihn nur noch zurechtschneiden. Das macht's ganz ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, ihr könnt euch auch tatsächlich selber machen, wenn ihr das möchtet. Aus dem Teig bekommen wir jetzt 12 Portionen raus. Das heißt, ihr könnt 12 Muffins herstellen. Und da habe ich auch so eine schöne 6er-Muffin-Form. Wenn ihr eine größere habt mit 12, dann nehmt natürlich die. Und die habe ich jetzt vorher mit Öl eingeschmiert. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe die mit Trennspray eingesprüht. Liebe Leute, da kommen Steine geflogen. Ach Quatsch, Steine. Felsbrocken, da werden Felsbrocken nach mir geschmissen. Ich krieg allen möglichen Zeug an den Kopf geworfen. Wie kannst du nur Trennspray verwenden? Öl aus der Büchse. Wie kannst du nur? Kann ich ganz gut und ich kann auch ganz gut damit schlafen. Ich habe damit kein Problem. Ich gebe jetzt jeweils in so ein Förmchen so ein bisschen Teig. Und mach dann so eine Kuhle. Ich drücke den quasi bis ganz nach unten. Denn dann können wir da wunderbar unser Pulled Pork hineinfüllen. Den restlichen Teig, den gebe ich jetzt erstmal beiseite. Die Muffins mache ich dann später. Und jetzt schnappe ich mir immer so ein bisschen Pulled Pork und fülle damit die Cups. Und ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber die genaue Zutatenliste, liebe Leute, die gibt es dann am Ende vom Video. Könnt ihr euch abschreiben, screenshotten, fotokopieren, den Fernseher mit dem Handy abfotografieren. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich wurde ja gebeten oder ich wurde gefragt, kannst du das Ganze nicht in die Infobox schreiben? Aber liebe Leute, ihr habt das doch schneller gescreenshottet und dann könnt ihr das genauso ausdrucken. Das funktioniert auch und das erspart mir tatsächlich so ein paar Minuten an Arbeit. So, alle Förmchen habe ich jetzt mit Pulled Pork gefüllt. Und wir sind natürlich noch nicht fertig. Jetzt kommen nämlich unsere Championetten drauf.
Und wie viel ihr jetzt von allem da drauf macht, das bleibt natürlich jetzt komplett euch überlassen. Ob ihr da jetzt so zwei Championetten drauf macht oder nur eine. Oder sie am Ende sogar weglasst, weil ihr keine Champions mögt. Das kann natürlich auch sein. Ihr seid jetzt quasi im Belegen natürlich völlig frei. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich gebe nämlich jetzt noch ein bisschen Mini-Salami drauf, die ich jetzt so ein bisschen runterschneide. Ich finde die ja ziemlich cool, diese Mini-Salamis. Kennt ihr das auch früher? Früher, wenn wir quasi auf Achse waren und dann nachts quasi die Meute schon hier durchgeschwitzt aus dem Club an der Tanke gehalten und dann holt sich einer so eine Mini-Salami. Leute, da hat aber die Bude gewackelt. Da konntest du im Auto nicht gescheit sitzen. Das hat gestunken. Leute. Unfassbar. Aber kommen wir zu unseren Gaps zurück. Ich habe jetzt überall noch ein bisschen Mini-Salami draufgegeben und jetzt gebe ich noch ein bisschen Frühlingszwiebeln oben drauf. Ihr könnt aber auch ganz normale Zwiebeln nehmen. Das bleibt völlig euch überlassen. Wer mag, kann jetzt auch noch ein bisschen Paprika draufgeben. Was ich gar nicht draufgeben würde, ist Ananas. Ich weiß tatsächlich. Es gibt Leute, die finden Ananas auf Essen ziemlich geil. Nein, ich mag Ananas wirklich sehr, aber nicht auf herzhaftem Essen. Das geht gar nicht. Da gebe ich lieber ein bisschen Käse drauf. Und zwar ist das Emmentaler. Aber ihr seid natürlich völlig frei, ob ihr jetzt einen Gouda nehmt oder einen Gruyère. Oder ihr könnt auch Camembert oben drauf geben. Das ist völlig egal. Hauptsache, ihr gebt einen schönen Käse oben drauf, damit das Ganze so richtig lecker wird. Mit unseren Vorbereitungen sind wir jetzt fertig. Wir werden jetzt zum Grill watscheln. Den habe ich übrigens vorbereitet auf indirekte Hitze, das heißt links und rechts an. Die Temperatur ungefähr 180 Grad. Ich habe noch so ein kleines Gitter gegeben, damit das Ganze entkoppelt ist, aber das braucht er nicht, das ist nur optional. Ja, und nach ungefähr 20 Minuten sind dann unsere Pizzacups fertig und so sehen sie aus. Ihr könnt das Gericht natürlich auch, bevor jetzt einer fragt, natürlich auch im Backofen machen, geht auch wunderbar. Passt jetzt bloß auf, dass er euch die Flossen nicht verbrennt. Die Dinger sind mega heiß. Auch bevor ihr das Ganze jetzt probiert, nicht gleich in den Mund schieben, erstmal ein bisschen abkühlen lassen. Nicht so wie der Onkel hier, weißt du, statt dass er mal einen Löffel benutzt oder sowas. Nein, macht damit den Finger, weißt du, dass er hier Brandblase an den Finger und so. Eieieiei. Aber was soll ich sagen, liebe Leute? Die Dinger sehen wirklich, wirklich gut aus und ich verspreche euch, die schmecken auch richtig gut. Ich glaube, die Frau des Hauses, sie hat sie probiert, sie kann das bestätigen. Und ich bin mir sicher, ihr möchtet die gerne mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht ein bisschen Pulled Pork, Pizzateig, Championetten, Tomatenmark, Frischkäse, Barbecue Rub, Basilikum, Oregano, eine Mini-Salami, Frühlingszwiebel und geriebenen Käse. Und was soll ich jetzt sagen, liebe Leute? Nicht abschalten, weitergucken, denn jetzt wird probiert. Dann wollen wir mal schauen, ob diese Pulled Pork Pizza Cups auch schmecken. Ich probiere einfach mal. Boah. Die sind richtig gut. Die Salami, der Frischkäse und jetzt werde ich attackiert. Geh weg. Hau ab. Der Tomatenmark, beziehungsweise das Tomatenmark, das kommt so richtig gut durch. Die Wespe will auch Pulled Pork Pizza Cups. Liebe Leute, ohne Witz, ist eine richtig geile Sache. Müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Ich probiere jetzt einfach nochmal und was soll ich sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. 'Cause I've been running this world.